Wie sagen, das Engagement dann eine Wirkung hat, wenn es sich an den tatsächlichen gesellschaftlichen Bedarfen ausrichtet. Wir sehen häufig, dass gerade in ländlichen Regionen das Engagement von kleinen Unternehmen vor Ort mit ihren Mitarbeitenden eine wahnsinnige Wirkung hat und dass auch Orte sind, an denen eben die Großunternehmen gerade nicht hinschauen. Insofern kommt es immer darauf an, die Bedarfe und die eigenen Möglichkeiten anzuschauen. Und dann kann auch kleines Engagement sehr viel bewirken. Wenn ich mich zusammensetze mit der Non-Profit und schaue, wo sind die echten Bedarfe der Non-Profit und wo können wir zusammen an einem Tag was bewirken, dann kann am Ende des Tages tatsächlich was dabei herauskommen. Was in der Regel nichts bringt, ist, wenn es hauptsächlich um die Bespaßung der Mitarbeitenden geht. Davon würden wir eher abraten. Aber wenn man was bewegen will, dann ist ein Aktionstag auch häufig ein guter Einstieg erstmal, um das Engagement auch im Unternehmen bekannt zu machen. Wir erfahren sehr häufig, dass aus einem einzelnen Aktionstag auch ein langfristiges Engagement entsteht. Skillspace Volunteering spricht man dann, wenn Unternehmen und Mitarbeitenden ihre beruflichen Kompetenzen und Fähigkeiten für ihr Engagement einsetzen. Und das ist für Non-Profits häufig besonders hilfreich, weil diese Art von Expertise, sich auf dem Markt einzukaufen, oft ihre Ressourcen übersteigt. Insofern hat man als Unternehmen da eine Möglichkeit, einen Bedarf von Non-Profits zu stillen, den sie sonst tatsächlich nicht bekommen könnten.